Ah, schon viel besser. Die Sonne bringt mich noch um. Weißt du, Clank, mir reicht's mit dem Heldendasein. Soll doch jemand anders die Welt retten. Ich brauche etwas Zeit für mich. Wenn es Ärger gibt, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass... Hey, was soll das denn? Oh, immer langsam. Was machst du da? Ich mache Fotos für mein Schulprojekt. Ich erzähle was über Helden. Und ich kenne dich aus der Zeitung. Du bist Ratchet. Ah, man sieht, du hast ein Auge für wahre Größe. Ich wollte fragen, ob ich dich fotografieren darf, während du etwas richtig Heldenhaftes machst. Im Prinzip schon. Aber was soll es denn hier Heldenhaftes zu tun geben? Ich könnte Clank hochheben. Wie wäre das? Mir wäre es lieber, wenn du gegen Roboter oder sowas kämpfen würdest. Ich weiß, wo es welche gibt. Ich habe zwar in 15 Minuten einen Massagetermin, aber... Ach, was soll's denn? Immer schön in Übung bleiben, oder? Los, Kumpel, zeigen wir der Kleinen, was echte Helden sind. Ich glaube, das werde ich doch bereuen. Der Fortschritt wird gespeichert mit den Fairy Memory Stick nicht. Ich habe aber keinen Memory Stick. Und es ist eigentlich auch eine Karte. Warum Stick? Weiß ich nicht. Er heißt einfach so. Naja, hallo Leute und herzlich willkommen bei Ratchet & Clank Size Matters. Wir nutzen ja eine PSP auf. Ich nehme die gar nicht auf, denn ich benutze den PPSSPP-Emulator. Ja, eine Anmerkung hier, ich besitze eine PSP, ich besitze Ratchet & Clank Size Matters und theoretisch darf ich das alles. Emulator ist nicht illegal, nur das Herunterladen der ISOs, die man dann, also wenn man das Spiel nicht besitzt, das ist eigentlich theoretisch das Illegale, theoretisch. Ich habe meine PSP vor Jahren schon mal gejailbreakt, ich fange aber jetzt schon mal an, weil mir das irgendwann auf den Sack ging, die ganze Zeit die UMDs zu nehmen und die ganze Zeit auszuwechseln. Deswegen habe ich mir dann irgendwann meine große Memory-Karte gekauft und habe mir dann von jedem Spiel, das ich habe, eine ISO gezogen und dann drauf gespeichert. Das war... Ging gar nicht kaputt. Das war eigentlich viel besser, weil die so schnell laden. Deswegen habe ich auch die ganzen ISOs. Das konnte man. Man konnte halt, wenn man das gejailbreakt hatte, die PSP, konnte man mit einem speziellen Mode theoretisch sozusagen das UMD-Laufwerk als USB-Gerät an den PC anschließen. Dann konnte man einfach die UMD nehmen und die ISO selbst rausziehen. Ganz witzig. Deswegen habe ich die ganzen ISOs, die habe ich mir sozusagen selber erstellt und nicht irgendwie heruntergeladen. Die werde ich auch nicht zum Download freigeben. Hier schon mal eine Anmerkung auf jeden Fall. Das werde ich auf keinen Fall tun, denn guckt bitte selber, wie ihr an sowas rankommt. Ich bin dafür nicht verantwortlich, irgendwelche rechtlichen Konsequenzen davon zu tragen, wenn ich sowas irgendwie hochladen werde. Deswegen lasst die Frage einfach sein. Gleichzeitig die L-Taste und die R-Taste, ja, ja, um in die Hocke und zu gehen. Ich dachte mir, lasst das doch mal ein Experiment sein, wie das um ankommt, hochzuspringen. Wenn ich ein PSP-Spiel spiele. Da gehen wir nämlich auf den Sack. Und das Spiel habe ich natürlich schon. Ich glaube, wie viele Durchläufe habe ich hier? In dem Spiel auf der PSP? Ich glaube, drei Durchläufe ist jetzt nicht viel. Aber ich habe das halt zu 100% eigentlich sozusagen durch. Alle Waffen, jedes Upgrade. Drücke beim Rennen die L-Taste, die R-Taste. Und, mehr brauche ich hier auch eigentlich nicht. Und ich, Gott, fängst du nochmal von vorne an. Auf dem Tor, um es zu öffnen. Und, ja. Ich habe das Spiel mittlerweile so oft durch und es spielt sich eigentlich viel besser als auf der PSP mit dem richtigen Controller. Das ist zu witzig. Wieder richtig, richtig weich und smooth und herrlich. Vor allem habe ich die PSP 1000
mit dem super TFT-Display, das überhaupt keine Schlieren wirft. Nein! Nein! Überhaupt nicht! Ja, und ich muss echt sagen, Props an den Emulator-Entwickler, an den PPSSPP-Emulator-Entwickler. Echt klasse, das ist... Wow! Das Ding läuft Bombe, auch auf dem Handy. Nicht mit jedem Spiel, aber das hat man bei jedem Emulator, ja? Okay, ich soll den Säurebombenwerfer rauswerfen. Ausnehmen. Ups! Oh ne, das wollte ich gar nicht. Props, der klingt so. Ich die falsche Taste gedrückt! Was bist du denn? Oh. Ja, ich dachte mir einfach mal, das gehört, Size Matters gehört mit zu meinem eins meiner Lieblingsspiele. So, fangen wir den Satz doch nochmal neu an. Ratchet & Clank Size Matters auf der PSP. Dann gibt's da auch, es gibt auch eine PS2-Version von. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Mist, dachte ich mir doch mal, da ich ja die PS3-Version nicht aufnehmen kann, weil ich keine Capture-Card und sowas habe, nimmst du doch mal den PSP-Emulator und spielst Size Matters. Ist doch geil, oder? Ist das nicht eine Idee gewesen? Ich bin schon. Ah, wir machen jetzt mal was. Fangen wir an, unseren Blaster zu leveln ein bisschen. Was siehst du? Guck mal. Wir sind nämlich jetzt schon Level gestiegen, haben mehr Level bekommen. Mehr Leben bekommen. Mehr Level bekommen. Ja, ja. Und ich finde es immer noch erstaunlich, wie gut dieser Stil von der... Also... Das spielt sich hässlich. Die Grafik ist jetzt so nicht super, aber das ist eine PSP-Grafik, Mann. Und es ist echt noch gut. Es ist echt noch gut. Und das Gameplay funktioniert grandios. So. Und ich spiele das Ganze auf dem Xbox One Gamepad natürlich. Ja, ich finde einfach, der ist im Moment das beste Gamepad so auf dem Markt. Vielleicht der Elite-Controller noch ein bisschen besser, aber der ist ein bisschen teuer, ne? Den PS4-Controller finde ich ja auch nicht so schlecht, aber... Nee. Auch wenn die Konsole meiner Meinung nach besser ist als die Xbox One... Naja, bisher immer noch nicht, weil es immer noch keine guten Spiele dafür gibt. Keine exklusiven Spiele, deswegen habe ich auch nur ganze Konsolen. Ja, deswegen werde ich auch nach Weihnachten mir wahrscheinlich eine PlayStation 4 zulegen. Eventuell mit einer Capture-Card dann auch. Und dann, wenn Ratchet & Clank das neue rauskommt, werde ich das, glaube ich, auf jeden Fall, also spielen auf jeden Fall. Und Let's Playen vielleicht auch. Wow, das war super! Muss die Bilder gleich allen zeigen! Ich rede viel zu viel gerade. Quark? Ja. Clank? Was für ein Zufall! Was machst du denn hier? Ich beschatte Ratchet und Clank, um zu sehen, was sie so machen. Dann kann ich mich in ihr nächstes Abenteuer einschleichen. Hey, das gleiche mache ich auch! Kannst du dich nicht woanders herumtreiben? Zu Hause bei deiner Familie zum Beispiel? Hey Quark, cooler Hut. Tut mir leid, Quark. Was denn? Hat er etwa deiner Mutter gehört oder was? Jetzt mal im Ernst. Mann, es ist doch nur ein Hut. Aber gut, es ist nicht meine Mutter und mein Vater. Ich habe sie nie gekannt. Ich wurde als Kind zur Adoption freigegeben und von Affen großgezogen. Okay, danke für die Info. Vielleicht solltest du einfach deine richtigen Eltern suchen. Da ist sie. Schnappt sie. Sieht ganz so aus, als würde ich meine Massage verpassen. Los geht's.
Oh oh. Gucken wir doch mal, haben wir schon genug Kohle für den für die Rüttelflinte? Nein! Leider nicht. Uns fehlen ungefähr 5000. Von wegen, nein? Manchmal kommen aus denen immer noch so, Dinger raus. Juhu! Ich liebe einfach den Soundtrack des Spiels, ne? Das ist, überhaupt die Ratchet & Clank Soundtracks, die haben so einen Swing und so einen... So, ich weiß nicht, wie kann man das erklären? Die gehen so richtig gut ins... Okay, töte ich nicht selber. Die gehen so richtig gut ins Gedächtnis rein, haben so einen richtig coolen Swing, die ist nicht schlecht. Es macht einfach Spaß, den zu hören. Mit deinen Schwerkraftstiefeln kannst du dich auf magnetischen Oberflächen umherbewegen. Ja, danke schön. Liebe Stimme, Frauenstimme. Da komme ich gleich auch noch hin. Ich freue mich schon, wenn ich die abgegradet habe, dann kann ich nämlich endlich schneller schießen. Oh, was mies, der hat mich getroffen. Ich versuche mal an den Bolt, an den goldenen Bolt dazu kommen. Kamera. Da ist einer. Ey, du sollst aber eigentlich... Nein! So geht das. Versuchen bei einem Gadgetron-Verkaufsautomaten welche zu kaufen. Hier ist aber kein Gadgetron-Verkaufsautomat. Wow, wir haben keine Munition mehr. Mit Schwerkraftstiefeln kannst du dich auf magnetischen Oberflächen umherbewegen. Lauf doch mal diese Wand hoch. Ey, das war aber jetzt echt nicht nett. Wo ist der? So, last try. Ah, komm mal. Okay, das ist ein großer Bolt. Das ist ein Titanbolt. Genau, die goldenen Dinger hießen die ja bei Red & Clank 1. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Hallo! Prinz! Ach komm, das ist jetzt ein Hit! Fällt er da runter? Oh mein Gott, ey! Aber ich müsste jetzt eigentlich das Ding haben. Keine Ahnung, ob ich den jetzt eingesammelt habe. Müsste ich aber eigentlich. Das speichert der, soweit ich weiß. Lauf doch mal diese Wand hoch. Hat der ein Problem? Hallo? Ey! Spacken!
Ja, der ist weg. Ah, Kamera. Wo willst du hin? Ich sammle mir erstmal das Leben hier ein. Yay, Level up schon mal, zumindest vom Leben her. 20 von 60, das ist nicht so gut, aber hier müsste, glaube ich, gleich um die Ecke. Oh, Mist, doch nicht. Guck mal, ich kann jetzt theoretisch einfach... Doch nicht. Was? Wieso nicht? Mit den Richtungstasten kannst du Ratchet in alle Richtungen seitwärts laufen lassen. Ja, ich weiß. Yeah! Wir haben jetzt den Blaster. Herr Malmer, Version 2 und er ist... Komm. Kamera! Shut the fuck up! Bam. Oh, guck mal, da haben wir die Feuerhandschuhe. Die gleich schon. Bam, badam, bam, bam, badam. Ach, die Musik ist herrlich. Lauffeuer-Handschuhe. Hier kommt gleich noch irgendwo. Wenn man den zweiten Durchgang macht, dann kommt hier immer so ein Riesending. Das ist total witzig. So, jetzt müssten wir... Aber wir kaufen uns mal Munition für alle. Wir haben aber immer noch nicht genug Munition für... Für diesen... Wie heißt der denn jetzt? Ja, diese Shotgun ist es eigentlich. Eigentlich ist es eine Shotgun. Eigentlich ist es eine Shotgun. Wenn du mit dem Analogpad seitwärts laufen möchtest, kannst du dies unter den Optionen im Menü Kamera und Steuerung einstellen? Nee, das finde ich schon in Ordnung so. Dass ich... Muss man echt aufpassen in dem Wasser hier. Habt ihr ein Problem? So, mich jetzt in Ruhe. Da kommen ja noch mehr! Wie viel kommen hier denn nochmal? Wow, ist der schnell! Wieso bist du so schnell? Wieso seid ihr so schnell? Jetzt reicht's aber, oder? Jetzt ist aber fertig. Alter, das ist ja... Hallo? Jetzt aber gut hier! Oder? Ja, fertig. Gut. Wir müssen ja gleich mal Level 3 kommen mit der Waffe, damit wir die doppelt haben. Dann schießt die viel schneller, dann kann man eigentlich gedrückt halten. Also, dann nicht gedrückt halten kann man jetzt so oder so. Aber die schießt dann tatsächlich wirklich ziemlich schnell. Ziemlich viel, viel schneller auf jeden Fall. So, Muni sammeln. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich wollte nicht schießen.